Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns anhand eines Beispiels zwei Varianten an, wie man eine Tabelle am SQL Server sicher löschen kann und auf was ihr achten müsst, damit es zu keinen bösen Überraschungen kommt. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence anbieten zu können. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Wann immer ich mit Datenbanken arbeite, hatte ich ziemlich Angst vor dem Löschen von Tabellen. Versteht mich nicht falsch, Tabellen, welche nicht mehr benötigt werden, gehören auch gelöscht. Aber jedes Mal, wenn ein Entwickler so etwas sagte wie, es ist okay, diese Tabelle wird nicht mehr verwendet, dann wusste ich, dass ich dieser Aussage nicht immer hundertprozentig trauen konnte. Und tatsächlich sind in den meisten Fällen diese optimistischen Ansichten auch falsch gewesen. Nicht, weil ich mit dummen Entwicklern gearbeitet habe, nein, aber es wurde die Tabelle in einer Prozedur oder Funktion verwendet, die sie übersehen hatten. Eine Anekdote dazu: Wenn dich schon ein Kaffee am Morgen nicht munter macht, dann spätestens, wenn du eine falsche Tabelle am Echtsystem gelöscht hast. Um das zu verhindern, besprechen wir nun einen Prozess, den ich verwende, um Tabellen sicher zu löschen. Natürlich sind nicht alle Data Warehouse-Systeme gleich, daher kann der Prozess von System zu System variieren. Kommen wir nun zu meinem 5-Punkte-Plan, wie ich eine Tabelle sicher in einem Data Warehouse-System lösche. Punkt Nummer 1. Ich suche nach allen möglichen Referenzierungen dieser Tabelle innerhalb des Datenbanksystems. Das bedeutet in Funktionen, in Prozeduren und etwaige Querreferenzierungen. Punkt Nummer 2. Dann führe ich eine Sicherung der zu löschenden Tabelle durch mit einem Zeitstempel. Punkt Nummer 3, ich benenne die zu löschende Tabelle um. Und Punkt Nummer 4, ich warte und beobachte zwischen 1 bis 7 Werktage, ob es zu möglichen Problemen kommt. Falls ja, dann mache ich den Vorgang rückgängig. Falls nein, komme ich zu Punkt 5, und zwar dem Löschen der Tabelle. Sehen wir uns das nun an einem Beispiel konkret an. Ich suche mir innerhalb der AdventureWorks Datenbank eine Tabelle, beispielsweise die Person-Tabelle. Diese beinhaltet einige Datensätze und diese möchte ich nun auch sicher löschen. Nun kommen wir zu Punkt 1, die Suche nach Referenzierungen. Dazu habe ich bereits eine SQL-Vorlage. Und zwar befindet sich diese im Template Explorer und habe diese unter Objekt löschen als Punkt 1 angegeben. Ich führe einen Doppelklick aus und parametrisiere diese Tabelle. Und zwar möchte ich ja die Person-Tabelle sozusagen etwaige Querreferenzierungen feststellen und führe diese entsprechend aus. Wie man hier sehen kann, ist diese Tabelle bereits in einigen Funktionen beinhaltet, aber auch in anderen Tabellen. Kommen wir nun zum Punkt 2, Sicherung der Tabelle. Auch dafür habe ich eine SQL-Vorlage. Und zwar führe ich auch hier wiederum die Parametrisierung durch, und zwar die Zieltabelle, welche ich sozusagen sichern möchte oder umbenennen. Das ist die Person mit Zeitstempel 2021 06. Und die Quelltabelle ist Person. Nun ist die Tabelle gesichert und auch umbenannt. Und wenn ich nun eine Aktualisierung der Tabelle vornehme, sehen wir, dass eben diese Tabelle nun gesichert ist. Ein Blick darin bestätigt uns auch, dass der Dateninhalt
korrekt übermittelt worden ist. Nun kommen wir zu Punkt 4, Warten und Beobachten. In diesem Fall überspringen wir diesen Punkt und kommen zum Punkt 5, Löschen der Tabelle. Beim Löschen der Tabelle gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich mache einen Rechtsklick und führe dann ein Delete aus. Oder die Variante über SQL ist mit Drop Table Person Person und kann mit dieser Variante die Tabelle korrekt löschen. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesem 5-Punkte-Plan mehr Sicherheit beim Löschen von Datenbankobjekten erzielen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin viel Erfolg und alles Gute.